Okay, wir haben uns heute zusammengefunden, um über ein interessantes Projekt im Himalaya zu sprechen. Wir werden dort einen Biomeiler aufbauen und das ist für uns als Native Power besonders interessant, weil wir die Gelegenheit haben, dass die gute Idee aus Kompostwärme Heizungsenergie zu bekommen und auch später Kompost in der Landwirtschaft einzusetzen, wieder mal auf einen anderen Kontinent bringen können, der sehr an einer solchen Low-Tech-Methode Interesse hat, weil die gesamte Umgebung im Himalaya bedingt durch die landwirtschaftliche Umgebung eine solche Methode dringend braucht, die der Bevölkerung auf der einen Seite in den kleinen dörflichen Gemeinschaften Wärme gibt und gleichzeitig auch dafür sorgt, dass der Humus und Kompost im Boden wieder eingesetzt werden kann. In der Vorbesprechung hatten wir auch ein Thema angesprochen, was dem Lama Japa sehr, sehr wichtig ist. Und ich nehme das noch einmal ganz kurz vorweg. Der Himalaya ist ja auch berühmt dadurch, dass er sehr frische und gute Luft hat und auch viele der unterschiedlichen Volksstämme in einer Höhe leben, wo normalerweise wenig Tourismus herrscht, also in 2300 Meter Höhe. Und dort ist es schon sehr wichtig, dass man möglichst wenig Rauchentwicklung hat. Und die Feuer, die heute benutzt werden, um für die Küche zu sorgen und für die Nahrungsmittel, bestehen im Wesentlichen daraus, dass Holz verbrannt wird. Und damit sind doch sehr viele Emissionsbelastungen in der Luft verbunden. Und der Biomeiler bietet an der Stelle eben auch eine sehr schöne Reduzierung der Umweltbelastung. Lama Japa, thank you very much for being in Hannover. For you, thank you. And also thank you very much for the opportunity to get into this interesting project together with your monastery. How did you know about the Biomeiler and the compost heating system? Oh, compost heating system, yes. A long time I looking to this naturally, you know, but I long time also I travel to in Europe, in Germany and everywhere. I long time in some country in Europe. Yeah, many village inside have to some view this time. Very interesting, you know. Here getting to hot water, and getting to also heating system. Yeah, I travel agency, then I traveling, then you get, I'm very interested. And because Himalaya very cold, and people live to very cold, 3,000, 4,000, 2,000 high meter, also have to in, what to say, farmer. Here live, here is very cold, then it's very interesting. Ich übersetze jetzt eben ganz kurz, was Lama Japa gesagt hat. Er hat gesagt, er reist in Europa schon seit vielen Jahren. Der Grund, warum er in Europa reist, ist, dass er als Arzt und Mediziner der tibetanischen und Himalaya-Medizin hier in Europa eben unterwegs ist und Menschen behandelt. Diese Behandlungen führen dazu, dass er in der Lage ist, in seiner sozialen Umgebung Projekte zu fördern und zu finanzieren. Und er ist besonders beeindruckt von der europäischen Art und Weise, mit Energie und erneuerbaren Energien umzugehen und hat mit seinen Freunden, die hier in Europa sind, nach einer Möglichkeit gesucht, wie er etwas mit nach Hause nehmen kann. Und eine seiner Bekannten sind auf den Biomeiler gestoßen und haben dafür gesorgt, dass er sich damit etwas näher beschäftigt. Lama Japa, your monastery has a number of additional things in the environment to do, and it's not only taking of care of the religious praying in your farmland environment. What else are you doing in the monastery? Yes, I'm ministering to first one is Minister Mo, and second things for village people and culturally and what to say culture and farmer village people. Yes, and
what a lot of people don't know is that the Tibetan and Himalaya culture is always taking care of education. Yes, and education and also and medicine. Medicine and education is and culturally, village culturally is also. So you're not only for the spirit's health of the people, you're also for the physical and mental health and also for the education in your environment. Yes, I need to this to you know, for people. And one said is I am monk, but one said is I am doing to for people service and doctor. I mean doctor, you know. Yeah. I also interesting to this PO because I am in doctor. I service to for people together checking and going. And now I am in since 10 years in Europe. You know, the European people that most people died to heart attack. Probably that, you know, some similar to this. I say somebody, you know, in Asian and Himalayan people most to die to very young died because very cold. Okay. And cold coming to for kidney and arthrosis. Then arthrosis coming, then your this hand and also cannot move. Okay. And people is died, you know. Okay. But European people can live to 80, 90 years old, and Himalayan people can live to only 70. Some people only 90, 80, you know, yeah. Because here cold, then kidneys died. Yeah. Then I'm very interested in this purely. You know? Lama Jampa hat gerade eben erklärt, dass in Europa bei uns die meisten Menschen eben an Altersschwäche und Herzversagen in dem Alter von 80 oder 90 Jahren sterben, weil bei uns die gesundheitliche Versorgung sehr gut ist. Und Lama Jampa ist ja nicht nur für die religiöse Gesundheit und mentale Fitness seiner Farmbevölkerung zuständig, sondern er macht ja auch noch die ganze ärztliche Versorgung, und in seiner ärztlichen Versorgung hat er eben mit sehr vielen Menschen zu tun, die Leber- und Nierenprobleme haben, Arthrose haben und eben über die Arthrose auch ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen können, weil sie eben körperlich sehr eingeschränkt sind. Und das ist alles darauf zurückzuführen, dass der Himalaya vier Jahreszeiten hat, genauso wie wir hier in Deutschland. Und auch der Winter, wenn er relativ kurz ist, doch sehr, sehr kalt ist. Und dadurch, dass keine Heizung vorhanden ist, auch nicht so viel Kapital vorhanden ist in Form von Geld, sondern nur in Form von Arbeitskraft. Also die Menschen im Himalaya sind nicht in der Lage, ihre körperliche Arbeit gegen Energie zu substituieren, da die Industrie und auch die Nahrungsmittel, die dort produziert werden, mehr für den eigenen Gebrauch sind, als dass sie eben gegen Flüssiggas oder Gas oder auch Öl und Diesel und Benzin eingetauscht werden können. Es fehlt dann auch zusätzlich die gesamte Technologie, Wärme zu produzieren in irgendeiner Heizungsanlage und die Wärme dann in den Häusern so zu verteilen, dass die Menschen eben nicht durch Kälte in diese Krankheitssituation kommen. Lama Jampa, when we install the BioMiler and the compost heating system for your monastery and also for the school and for the farmland, who will have the benefit from it? So what purpose should the heating do for your people? Yes, I think into this monastery, and not only in the interesting monastery for village people. It's very interesting, you know. Mm-hmm. And all together you say also for people, village people, for health, for heating system and for gas and for hot water. It's very interesting, I think so. Lucky people, I think so. Now it's Himalayan people, lucky. Not only am I here, my born to this place. I think that is only some, and what to say, Ladakh, you know, some similar, very cold. Mm-hmm. And lot of the India also, and Bhutan and Ladakh and everywhere, it's very cold. Here it cannot do gas, not coming to in the hot. You know, mm-hmm. Then need to some what is it making for naturally, you know. Yeah. This one also. Ja, Lama Jampa hat gerade eben nochmal zum Ausdruck gebracht, dass es ja nicht nur für ihn in seiner direkten Umgebung von Interesse ist, mit einem solchen System zu arbeiten und zu heizen, sondern dass es eben auch auf Ladakh und andere Nachbarstaaten einen großen Einfluss haben wird.
wenn diese Technologie nach Tibet gebracht wird. Denn all die Menschen, die dort in dem Himalaya-Umfeld leben, haben mit den gleichen Themen zu tun. Mhm. Die Witterungsverhältnisse im Winter sind doch so kalt, dass die Menschen eben die zusätzliche Wärme brauchen, die ein solches System zur Verfügung stellt. Und auch in den angrenzenden Gebieten sind die Menschen nicht in der Lage, für Heizung extra zu bezahlen. Was jetzt in dem Kloster auch eine ganz große Bedeutung spielt, die täglichen Gebete finden sehr früh am Morgen statt. Ab 4 Uhr sind die Mönche manchmal mit 200 Personen für mehrere Stunden in ihren Gebeten vertieft. Und die sitzen eben halt dort in dem Kloster auch auf einem ganz normalen gekachelten Boden. Und ich denke, wir werden dort eine Fußbodenheizung installieren, sodass die Mönche dort, wenn sie morgens um 4 bis 6 oder auch manchmal länger meditieren, zumindest mal eine Grundfläche haben, die sie ein bisschen wärmt, auch unterstützt, dass sie praktisch nicht über diesen Meditationszeitraum hinweg krank werden. Lama Jampa, why is it so very important that the Biomala will be built in the beginning of November? Okay, beginning of the November. Yes, November I have to some my monastery have to some program in Karjal of the village Karjal. Not before, you know, in all of the in Karjali and here Christian and Muslim and Buddhism also doing to monk Karjali, monk Tas and monk Mandala and only these two things. Now it's little change, yeah, I think so it's better because Dalai Lama also saying, you know, this village, people is more important, you know, for education and culturally. Then I have to, in November, I have to program of the village culture program, and 2 days I make into monastery monk puja, and 1 day is two, all together, this village people and also, but 2 days before also can come to village people, can come and together make to puja, but especially 2 days this more puja making, then 3 days, then together village people, then next day, then village culture, and also dance, also, you know, in the monastery. Okay. People not doing in the monastery, not too so much, only more dance doing, you know, yeah, in the Tibetan, Himalayan or Buddhism, and also I think so in culture, also, in European also I think so. Now it's have to this, then many people now is very interesting, you know, then coming to many people. This time I, because poor people showing, then oh, village people also, oh, I can learn. Then you say also first time, you say me, of course, village people for learn, then he can learn himself. Then yes, right. Very good. You are, this is very good. How many people you are expecting to come? Sometimes coming to this differently, weatherly, changely, also, you know, sometimes with a good weather and good rot, and because here is when too so much rain, right. Then many rot is lost, you know, yeah. Stopping, then cannot come people also, then lost. But normally it's coming to since around 3,000 and 5,000, 2,000, you know, it's coming. Okay. Also die Bedeutung, die der Aufbau des Biomalers im November hat, ist sehr gut gewählt worden von Lama Jampa, weil das Kloster im November eine größere Feierlichkeit hat. Zu dieser Feierlichkeit sind einige Pujas vorgesehen, die also rein religiösen Charakter haben. Dann sind einige Veranstaltungen um diesen Termin herumgelegt, die der Bevölkerung eigentlich nur zur Unterhaltung und auch zum kulturellen Austausch dient. Und an diesen 4 oder 5 Tagen, wo diese Festivität stattfindet, werden in diesem Kloster zwischen 3.000 bis 5.000 Menschen erwartet. Und die Idee von Lama Jampa ist, dass die Menschen, die zu diesem religiösen Festival und zu dem volksfestähnlichen Ereignis kommen, auch gleichzeitig die Idee des Biomalers mitnehmen, denn solch eine Veranstaltung findet nur einmal im Jahr statt. Und wenn bei dieser Gelegenheit auch gleichzeitig ein technischer Austausch stattfindet, der in den vielen Dörfern, wo die Menschen eben auch tagelang angereist herkommen, sich verbreitet und Nachahmer findet, dann
ist nicht nur dem Kloster in dem Moment geholfen, dass sie in diesem Winter schon eine Wärme aus dem Biomaler bekommen, sondern es ist auch gleichzeitig im November sichergestellt, dass 3.500 bis 5.000 Menschen davon erfahren können, wenn sie aufmerksam zuhören. Und auch wahrscheinlich viele von diesen Menschen diese Idee mit nach Hause nehmen, denn es sind ja auch viele ausgebildete Menschen in dem Himalaya, die Universitäten besucht haben. Es sind auch viele Bürgermeister und Menschen dort, die aufgeschlossen und innovativ nach vorne gucken und denen es einfach an Anregungen fehlt. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir einfach wissen, dass die Arbeit vom Lama Jampa im Wesentlichen damit zusammenhängt, dass er uns im Westen zum einen von seiner Religion berichtet, wenn er hier unterwegs ist und reist, und zum anderen eben auch seine medizinischen Kenntnisse zum Einsatz bringt, um unsere Gesundheit auf eine sehr gute Art und Weise zu unterstützen und gleichzeitig eben dadurch die ganzen Mittel bekommt, die er braucht, um in seiner Region eben die Aufgaben von Schule, von Medizin, von Einrichtungen, Krankenhaus und solchen Dingen praktisch zu fördern und voranzubringen. Und das finde ich dann immer wieder sehr erstaunlich und auch beachtlich, wie das Leben eines einzelnen Menschen und sein Wirken und sein Arbeiten so nachhaltige Funktionen auch für eine ganze Region mit sich bringt. Denn in den vielen Gesprächen, die wir jetzt miteinander hatten, hatten wir auch mal ein Thema berührt, dass durch eine ganz interessante Vorgehensweise mehrere Dörfer in der Region mit einer Straße verbunden worden sind. Und das war dann doch auch ein sehr politisches Geschick von Lama Jampa, der sich da eben eingesetzt hat, dass die Kommunikation zwischen den Orten nicht nur über Esel und Pferde und Menschenrücken stattfindet, sondern eben jetzt auch über eine Straße funktionieren kann. Lama Jampa, when we are together and we finished the construction, yes, I will be very excited to I see. I really want a hug for you. You know, I also because you know very interesting because actually not have to build, not making. I make to every day's hot water. Then I put to every month two tough wood. Two tough meaning is very big. 2, 3, 4 cutting, you know? Yeah. Every year's 4, 5 cut, you know? Then and slowly is finished. Then is what is say, inward the metal. This is not good. Yeah. Then this also is savings with good, I think so. Yeah. Increment also, you know? Absolutely. Yeah, absolutely. And I will be very excited, yes, that we are, after doing the work, will, yes, be involved in the puja and, yes, into this meeting of all the people from, yes, from the area. So that will be a very exciting part for us, helping to bring the methodology of the composting to the Himalaya area. So that will be, yes, very interesting. I hopefully please your heart take this one. Yeah, because yeah, we not make that happen. Only people happy. All what to say in environment. Environment is very important. Yes, yes. Himalaya is important because Himalaya have to good climate, then all of this better come. You know? Yeah, so now it's cutting to Himalaya too so much wood. Ah, oh, okay, they take me, you know, okay, every year's one family taking to 2, 3 tons. Okay. Because need to hot water making. Hot water making meaning is maybe wood is too so much better than hot, yeah, water taking, then shower. You know? Yeah. This is I look into bio is good than this cleaning, then this is can make to bio. Ja, ja, das ist so. Ja, wahrscheinlich ist es für die meisten auch so jetzt rübergekommen, was wir uns gerade unterhalten haben. Ich habe mich darüber gefreut, dass wir, wenn wir den Biomaler aufgebaut haben, ja die Gelegenheit haben, auch an der Festivität und an den Gebeten und Pujas im Kloster teilzunehmen. Und Lama Jampa hat nochmal zum Ausdruck gebracht, dass er sich sehr darüber freut, dass die Methode des Biomalers
verhindern wird, dass viele Familien eben Bäume fällen, um warmes Wasser zu haben und dadurch eben auch seine Umwelt sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Und er hat auch gerade eben nochmal zum Ausdruck gebracht, dass die gute Luft und die Umgebung durch das Feuer und auch durch den Qualm und Rauch eben doch sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Und er freut sich schon darauf, dass wir eben das warme Wasser dann aus dem Biomaler kriegen werden. Und Lama Jampa, when I explained the concept of composting to you, yes. I mentioned that the mixture of chicken poo, of chicken manure, will increase the temperature up to 70 degrees. Yes. And when we started to talk about it, you said, we don't have so much chicken, but then you had a very good idea. Yes. What was the idea? Oh, I give to all the family, some family. I give to 3, 4, 5 chicken, but I beg and give. Then Pupu is give to here, please. Then people also can do. Because he get to egg, you know. Yeah. I get to chicken. Then okay. I get to this, what is the egg. Then Pupu is okay, three, you know. He's giving. Absolutely, yeah. No problem. So wir sind hier gerade im Moment oder Zeuge. All family have to do 2-3 chicken. All family have. No? Yeah. Then I give to 2-3 more. Then I have to more. Then I have to more chicken. So, you know? Wir sind hier gerade Zeuge einer unglaublich pragmatischen Vorgehensweise und Denke vom Lama Jampa. Wir hatten darüber gesprochen, dass man die Temperatur des Biomalers erhöhen kann, indem man möglichst viel Geflügelmist mit reinbringt. Und als wir uns dann darüber unterhalten haben, wie das am besten gehen kann, sagte er, wir haben gar nicht so viel Hühner. Und keine 2 Minuten später sagt er, das mit den Hühnern habe ich gerade gelöst. Ich werde jeder Familie hier in meinem Dorf 2 Hühnchen schenken. Dann haben die auf der einen Seite die Eier und ich bekomme den Geflügelmist. Und wenn mir der Geflügelmist nicht reicht, dann kriegen sie eben 3 oder 4 Hühnchen. Also haben wir jetzt hier gerade mit den Biomalern nicht nur eine Heizquelle entdeckt, sondern wir haben jetzt auch gerade darüber gesprochen, wie der Wohlstand und auch die Ernährung in der Dorfgemeinschaft eine ganz neue Komponente bekommt, indem nämlich, um die Temperatur aus dem Biomaler zu bekommen, die Familien 2 Hühnchen kriegen werden. Also ist das auch nochmal eine ganz spannende Geschichte, wie pragmatisch Lama Jampa in seiner Umgebung wirkt. Und ich freue mich natürlich ganz besonders darüber, dass das eben durch unser Gespräch so eine Wendung genommen hat und bin schon mal ganz gespannt, wie das sein wird, wenn wir in Indien aufschlagen, um dann in den Himalaya zu kommen, um dort den Biomaler zu bauen. I just explained that the chicken poo was a very fast idea of you. Within 2 minutes, you solved the problem how to get the chicken poo. And that is for me also very, I'm very happy that this is also related to the families. Because all the year religion family lived, you know, all have to take 4, 5 chicken. And also need to, you know, morning for get out. Mm-hmm. Because chicken is morning, kokoliko, 5 o'clock, 4 o'clock, you know. Yeah. And people say, oh, now it's for get up. Past 1, 4 o'clock, kokoliko, 3 o'clock, I think so. Then for 5 o'clock, again, oh, now I go. Then making food, you know, need also, you know. Okay, so then, Lama Jampa, I thank you very, very much. And we will see in November in Himalaya at your monastery, and I'm so very happy that we will have the Biomala. I think so, one hug. I hopefully you'll take a look at it. Yes, I'm very confident that we make a good project out of this. Thank you so much. Thank you so much. Okay, thank you so much. Gut, dann haben wir das. Empty potential. Oh, okay.